Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, Stimme ist immer noch kaputt. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Die Sonne scheint, eben hat es noch geregnet, sind wir wieder hoch, jetzt sind wir wieder reingekommen. Schön, dass du da bist. Jetzt ist er rangerutscht, perfekt, ne? Das ist der Hannes. Moin. Das ist das Muttertier, ne? Moin. Der Hannes hatte, pass auf, am Geburtstagswochenende dieses Fass mitgebracht. Und das wollten wir eigentlich trinken, das war gerade das Thumbnail. Das wollten wir eigentlich trinken, aber wir kamen gar nicht dazu. Und deswegen haben wir das immer noch. Und der Hannes ist jetzt schon wieder da. Und wir haben uns gedacht, wir werden heute dieses Fass mal anstechen, öffnen und austrinken. Weil was wäre ein Biertasting? Einfach nur, okay, schmeckt wie Münchner Hell. Kennen wir ja, trinken wir öfters. Hannes, dein Lieblingsbier. Dieses Video endet, wenn das Fass leer ist. Und weil das ja 5 Liter sind, das sind 2,5 Liter für jeden, das sind 5 Bier auf Ex trinken, das ist schon auf jeden Fall eine Nummer. Deswegen haben wir die Mama dabei, das Muttertier, die kann nämlich jetzt mitmachen und jedes Glas, was sie trinkt, müssen wir weniger trinken. Mal gucken, wie gut sie der Aufgabe hier gewachsen ist. Dafür haben wir natürlich unsere super genialen Bier-Tasting-Gläser von Original Kalea, ja, aus den Bier-Adventskalendern. So sehen die aus. Es sind ja eigentlich 4 Stück gewesen, aber eins ist letztens runtergefallen und kaputt gegangen. Ach, das ja, wusstest du noch gar nicht. Deswegen haben wir jetzt nur noch 3. Wie man dieses Fass aufmacht, weiß ich gar nicht. Dafür nehmen wir es mal kurz hier hin, zeigen euch das nochmal auch von der Seite. Wir drehen es auch mal. Und hier hinten ist auch eine Bedienungsanleitung. Zapfanleitung, Zapfhahn in Pfeilrichtung drehen, bis dieser waagerecht steht. So, das ist senkrecht. Jetzt drehen. Ja, das ist doch so eins, wie wir schon mal hinten hatten im Garten. Hä, wieso kommt denn der jetzt raus? Was macht denn der da? Gut, der ist jetzt rausgekommen. Danach den Zapfhahn bis zum Anschlag herausziehen. Hannes, zieh mal, ob der noch weitergeht. Ist er schon? Nee, der ist schon ganz draußen. Okay, der Zapfhahn ist von alleine rausgefahren. Ja, der ist selber rausgefahren. Zum Zapfen roten Knopf drücken. Na, lieber nicht, sonst läuft es auf den Tisch. Ja. Wenn Bierfluss nachlässt, Entlüftungsverschluss langsam betätigen. So, den oben. Damit dann aufgerichtet und dann ja, kannst du entlüften. Turn und Left? Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich mal gucken. Hannes, genau, drück du mal da drauf und guck, ob das so einfach funktioniert. Ja, das funktioniert. Das ist, ja, am Anfang ist meistens immer ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen anders. Bei uns war es so, da musstest du das drehen und dann ging das aufgehauen. Jetzt kommen die Blöre, guck dir das an. Ja, am Anfang kommt Schaum raus, ist wann klar. Wann kommt die Flut, wann kommt... Das ist egal, wenn das Glas voll ist, ist das Glas voll. Das Glas ist, was ist denn das? Siehst du dann ganz unten... Hannes hat sich einen Milchshake gebastelt. Ja. Hä? Dann geht das Video doch dann 3 Jahre, weil, wenn man das jetzt hier nimmt und voll machen will... Ja, am Anfang kommt Schaum raus. Knall richtig drauf die Hürde, genau. So, je mehr daneben geht, desto weniger müssen wir trinken. Wunderbar. Dann machen wir das gleich für die Mama, das ist der Mama ihr Milkshake. Und wir machen jetzt diesen noch. Boah, das brisiert, würde die Mama wieder sagen. So. Ach, die Sonne brisiert aber auch. Das ist richtig komisch. Ja. Hier sieht man schon, dass es hier jetzt langsam... Aber wir, es sind ja wir, deswegen können wir ja mal anstoßen. Kann ich da meinen Sonnenschirm aufstellen? Weil das kann man bestimmt trinken. Da unten sieht man schon, dass ich das schon nach oben entwickle. Aber wir haben ja keine Zeit. Watchtime gibt zwar Knete, aber der Hannes und ich können das ja schon mal. Du guckst halt, wie du klarkommst. Jedes Glas, was du trinkst, entlastet uns. Es ist das erste Glas Bier, was ich heute trinke, was der Hannes trinkt. Was haben wir darauf gewartet? Richtig genial. Jetzt will ich es mir mal selbst machen hier unten. Ja, bitte. Hannes, was ist da denn jetzt los? Das muss ich aber noch mal zeigen. Guck mal, es ist jetzt viel brutaler. Hannes, tu mal dein Glas. Füll dir mal ein. Guckt euch das an, was jetzt los ist hier.
Das geht jetzt ja ab wie ein Zapfhahn, hä? Du bist noch da. Willst du schon wieder neu? Aber man sieht hier, es wird immer schneller. Also es wird immer. Oh mein Gott, das heißt, wir müssen gegen die Zeit trinken. Es wird immer schneller. Ich glaube, die Mama will auch noch eins. Komm, ich mach schon mal wieder vor. Hannes, drück mal drauf. Jawohl. Du musst aggressiver draufdrücken. Jetzt haben wir das mal hingestellt, das tun wir mal wieder weg oder das machen wir mal wieder. Ach, ich habe keine Ahnung. Soll ich das jetzt immer zu hin und her hängen? Hä? Gleich ist kein Bier mehr drin. Hannes, Prost. Prost. Prost, Muttertier. Prost. Also das zweite geht auch noch. Ich stelle es mal vor mich und tue es nochmal da rein. Johannes, eins für dich. Ich möchte mal ganz normal was schauen. Was denn? Wenn Bierfluss, nachlässt, dann werden wir jetzt mal oben erstmal aufmachen. Ja, jetzt. Also meine Güte, was jetzt ist da jetzt anders, frage ich mich. Jetzt drücke ich hier nochmal drauf. Wenn Bierfluss nachlässt, Cher, jetzt kommt Bier raus. Also es tut mir leid, ich muss mal kurz mal sehen, wie das ist, welchen Schirm aufsparen. Ja, aber eben hat es voll gesplättert und jetzt läuft, meiner Meinung nach, läuft jetzt nur noch Schaum rein. Ach komm, wenn du beschäftigt bist, kann ich dir ja gleich nochmal nachholen. Wenn mehr Schaum drin rein, umso mehr Bier wird dann unten drin. Naja, aber jetzt oben den Ding aufgemacht, den Lüftung und jetzt kommt Bier raus. Und die Wespe reingelassen, Fass weg. Jetzt kommt Bier raus. Prost. Beim Hannes setzt sich schon was ab. Jo, Prost. Hätte ich lieber den Schaum nicht getrunken, hä? Ich muss hier stehen bleiben, damit es noch im Bild ist. Jetzt hau die mir den Schirm in die Gondel die ganze Zeit. Guck mal, die Sonne ist schon wieder weg. Ja, wir brauchen gar keinen Schirm. Ich kann das ja einfach mal so machen und dann wieder hoch. Jetzt geht's auch. Denk dran, auch den Schaum kann man trinken. Das ist wie die Schale vom Apfel. Auch der Schaum hat Vitamine. Das kann man doch bestimmt auch mit einer Hand, wenn man einfach so macht und so. Mit Sicherheit. Und dann, wuhu, guck dir das an. Jetzt kommt Bier. Ja, Mann. Guck doch mal, ich hab schon so viel Bier. Mir sind halt einfach die schnell. Mama züchtet was, ja? Mir. Hannes, da ist ja Schaum drin, warte mal. Jawohl. Wappa. Du musst mal ein Tasting machen mit Kefir. Kefir. Mit Käse? Mit Käse. Ja, Kefir, so Joghurtzeug. Ja, so ein Milchpilz wird auch da angezüchtet und dann kommt da. Milchpilz. Ja, so ein. Ja, das ist ein Pilz. Surströmming 2.0, wieder was Vergorenes. Ich habe jetzt mal geschaut, ja, ich habe jetzt mal was geschaut für uns. Perforierter Hai. Der ist genauso ähnlich wie Surströmming, nur als Hai. Oh Gott. Schmeckt der nicht wie Leder? Also ist der nicht so zäh? Ich oder war nicht. Das Krokodil? Prost! Habe ich ja beides noch nicht getrunken. Prost! Prost! Jo. Ach, ihr habt's mit eurem Brot. Hi, oh. Ich glaube, die guten Tage sind vorbei. Ich habe jetzt schon Bauchschmerzen und es ist eklig, obwohl es eben noch gut war, aber davon lassen wir uns nicht abschrecken. Na. Wir haben ja Zeit, wir sind unter 10 Minuten, also wir können ruhig dann noch schneller machen. Nein, langsamer. Na. Wir müssen jetzt mal auf die Mama warten. Zum Glück ist die Mama dabei und wir können ja jetzt nicht einfach sie wegtrinken. Jetzt müssen wir kurz Pause machen, bis die Mama da ist. Und unser Schaum weg da ist. Hätte ich was gegessen? Ja, das war die ganze Zeit. Perforierten Hai oder irgendwas, das wäre es jetzt gewesen. Ein schönes Lachsbrötchen. Oh, hier mit eurem Fisch. Mm-mm. Zum Bier. Wie gesagt, Hai habe ich ja noch nie probiert, aber würde ich gerne mal. Hannes, und was ist, wenn der Druck nochmal nachlässt? Kann man da nochmal was machen oder ist es jetzt schon zu spät? Der Druck, der ist. Oder also, muss man das dann noch drehen oder hast du es schon gedreht? Nee, alles schon gedreht, ja, alles schon gedreht, das ist alles offen. Das ist komplett jetzt offen. Mehr kann man damit gar nicht mehr machen. Nein, das ist alles. Das gebe ich zurück. Ich dachte, da sind mehr Funktionen dran, aber nur zwei Knöpfe, also das ist ja langweilig. Oh, die Mama hat schon wieder leer. Ja, ich habe den Schaum mal drin gelassen. Where is the love? Wusstest du übrigens, Muttertier, dass die WWE auf ihrem YouTube-Kanal passend zum SummerSlam, der kommt,
seit einer Woche lang einen Livestream anhat, wo 24/7, also 24 Stunden pro Tag die ganze Woche jetzt SummerSlam-Matches gelaufen sind, im Stream kostenlos für jeden ersichtlich auf YouTube. Das ist mal eine coole Aktion. Hannes ist nämlich da wegen dem SummerSlam und das Muttertier ist da wegen dem SummerSlam. Und das habe ich jetzt nur nicht wegen gewusst. SummerSlam, ich bin auch hauptsächlich wegen dir da. Aber so eine andere Wrestling-Liga hat auch eine Großveranstaltung. Ich weiß nicht, wie das heißt. So, Hannes hat sich gerade geoutet nochmal, ne? Der ist ja wegen mir da. Natürlich. Er tut immer so wie Wrestling, finde ich gut. Wegen der Brutalität. Dabei geht es nur darum, weil die sich immer anfassen gegenseitig. Ja, sonst die das ist wieder homophob. Da musst du wieder aufpassen. Da kriegst du wieder die Kommentare ab. Ja, genau. Hab vorhin drauf geantwortet. Grüße gehen raus an den Kommentarschreiber. Ich hab'n Hannes doch lieb. Hast du ja, ja, wir haben uns lieb. Ich hab nichts gegen aber Hannes. Nein, in der ersten Linie bin ich wegen ihm da und in zweiter Linie wegen dem Wrestling. Wegen dem Wrestling. Und ja, in dritter Linie wegen dem Bier. Und in vierter Linie wegen den Chilis und den Dosen. Und eigentlich bist und du wegen den kleinen Habanero. Ja, habt ihr eigentlich? Ja, Sandra war ja vorher. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ihr im Netto Schnitzelfritz Schnitzelbrötchen bekommen habt für den Hannes. Ich weiß nicht, wo die vorher waren. Ich habe keine Ahnung. Die sind so toll. Er wollte unbedingt mal einen Curry probieren, aber... Ja, wäre schön gewesen, wenn ich jetzt vorher schon sowas gegessen hätte. Es kommt alles im Nachhinein. Deswegen wollte ich dich ja mit dem Hannes holen. Wir haben den ganzen Tag extra nichts getrunken dafür. Damit Marie und Jonas und Sandra und wie sie alle heißen. Ja, aber hätte ich noch eine halbe Stunde warten müssen und dann wäre es da durchgedreht. Da hätten wir uns so lange Bier geholt am Bahnhof. Und beim Rewe geschaut wegen dem Brötchen. Netto. Nee, netto, ja. Sorry, tut mir leid, netto. Ja, wenn Hannes weg ist, stehen nämlich da 10 Schnitzelbrötchen und wenn Hannes da ist, ist immer der Karton komplett leer. Ja. Er wollte das doch mal probieren. Ich fühle mich schon langsam diskriminiert. Warum? Weil dein Glas leer ist, dann muss ich dir nochmal einschenken. Ja, das auch. Die Mama kämpft nämlich gerade mit ihr und das heißt, wir müssen nochmal, ich finde es schön, dass man das immer hier so machen kann. Ich weiß, wie Wespen aussehen. Du musst sie nicht wieder hier rummachen. Und zeig das nicht, da kommt der Tierschutz. Was ist denn jetzt? Eben ist es doch besser gelaufen. Muss ich noch schräger halten oder was? Muss man nach vorne halten? So. Ja, die kommt immer wieder. Das ist ein so, du dreckiges Fass. Jetzt kriegst du es. Komm her. Oder es wird leerer. Das ist der Angstschaum, der Angstschaum. Ja, und wenn nichts mehr rauskommt, dann nehmen wir Büchsenöffner und machen oben aber jetzt den muss ich dir mal Deckel sagen, ab. Dass es jetzt, wo der Schaum weg ist, also wo man mehr Bier jetzt hat als Schaum, Bier. Jetzt schmeckt es besser. Ja, jetzt schmeckt es plötzlich klar, nach Bier. Ist klar. Ich habe auch noch keinen gehört, der gesagt hat, also Schaum schmeckt gut. Der Schaum war in Ordnung. Als dann die Flüssigkeit kam, fand ich es richtig eklig. Meistens ist doch der Schaum einfach nur total bitter. Ja, der ist bitter, das stimmt. Während das Bier ja dann gemischt ist noch mit Wasser und dann kommt noch mehr rein. Da hätte ich den Schaum aber entsorgt. Nein, aus Schaum wird ja Bier gemacht. Wie die Wolken, die sind ja auch Schaum und dann regnet es plötzlich, weil die tun ja das ist bestimmt physikalisch genauso richtig. Bierregen. Weil das wandelt sich um zu Bier, die Wolken wandeln sich um in Regen. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist genau dasselbe. Leider gibt es keine Bierwolken. Aber deine Mama haut jetzt auch ganz schön rein, Schäfchenwolken gibt es. Ja, weil sie jetzt plötzlich den Biergeschmack gekriegt hat und denkt sich, ach, das schmeckt aber gut, dann würde ich auch noch eins trinken. Ja. Na, hätte ich ja wirklich warten müssen, bis sich das Schaum setzt. Hättest du doch, dann wäre aber das fast schon leer. Das ist wieder halbes Schaumglas. Vorhin ist der Schaum aber besser rausgekommen, jetzt sitzt er irgendwie fest in der Materie. Jetzt geht er, ja. Ich will aber auch mal hier oben dran drehen und ziehen. Das ist auf und das ist Turn. Toll, das war schon Turn. Ne? Hannes hat es einfach so hier hoch gemacht und dann hat er so gedreht einmal. Und das war die ganze Geschichte. Jetzt ist der Pümpel offen. Sagte ich, man kann es da oben rausfüllen, aber nee, das ist leider zu. Also das ist auch wieder nur eine Attrappe. Es ist leider keine Marke. Das ist leider alles Plastikschrott und dann wie ein Dudelsack. Tudu!
irgendwann auch was drauf auf dem Fass und da ist dann was in das Bier nachher reingefallen. Ich weiß nicht, was das war. Bestimmt die Wespe von vorhin. Irgend so ein Käfer. Nee, kein Käfer, was Plastemäßiges. Ist Plastikkäfer. Von Luca Konkrafter, der macht ja auch Pizza aus Plastik. Da gab es auch beim Luca Konkrafter, der hat doch Pizza gemacht mit schwarzen Bohnen damals. Und da ist dann in der Produktion ist aus Versehen ein Plastikteile reingefallen und dann mussten die das alles zurückrufen. Okay. Dann hat man mal gesagt, ah, Pizza aus Plastik, aus Spaß. Es gibt ja das Lied Palm aus Plastik. Da hat man sich darüber lustig gemacht. Das ist hier von Bones MC. Ich dachte, das ist Marie. Guck mal. Bones MC. Das bin ich, oder was? Ich und Marie. Nur ein bisschen schlanker. Also Icke. So, das. Oh, die Mama hat das meiste Bier. Guck, da ist das Glas schon richtig bierig. Wie bewertest du denn die Farbe? Das ist richtig schön. Da war noch alles drin. Sag mal, hast du mich schon einmal rübsen hören? Ich habe nur den Schaum drauf gemacht. So. Das kommt ja noch. Das ist schön golden von der Farbe her. Es ist glasklar, es ist Perl. Es ist auf jeden Fall Perlenbacher. Hannes sein Lieblingsbier. Ja. So, Prost. Und die Farbe ist Prost. Auch so. Die haben aber gute Laune Prost. Da unten. Kann die ich gar nicht nachvollziehen. Die kühlen die noch nicht mal. Na, die haben aber auch wahrscheinlich. Die haben ja fast schon leer. Ich weiß nicht, was das ist. Die rauchen erstmal alle eine, deswegen. Gemeinschaftsrauchen macht lustig. Aber ist das eigentlich erlaubt? So Massenaufstand? Was? Unten? Gemeinsam zu rauchen? Na, zu viel so Massenversammlung. Die wohnen halt alle da. Vielleicht hat einer Geburtstag. Oder ist einer gestorben? Corona ist vorbei. Es gibt ja eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten, wenn sich Leute treffen. Entweder hat einer Geburtstag oder ist einer gestorben. Ja. Wenn der Verstorbene Geburtstag hat, dann wird's makaber. Hey, Doppelfeuer. Oh, ich habe gar kein Geschenk dabei. Brauche ich nicht. Hey. Alles wieder. Jetzt, da kommen jetzt wieder jetzt die. Aber das ist nachher nicht homophob, sondern. Das ist nekrophil. Oh. Nein, das ist natürlich nicht, weil ich mache ja damit nichts. Genau. Das wollen wir ja ausschließen. Und wenn ich sowas nochmal habe, mache ich eigentlich wupp und dann fliegt es raus und dann ist das Glas wieder frei. Aber wir dürfen das nicht, weil das gehört zum Fass und das Video endet erst, wenn die Mama betrunken ist. Wie viel ist denn da noch drin? Vielleicht solltest du mal einschenken, damit du ein Gefühl dafür entwickeln kannst. Kommst du dir vor, als hättest du schon 5 Flaschen Bier auf Ex getrunken? Nee. Nee. Siehst du, also... Dann hast du ja auch nicht, nee, sonst wäre ja für uns gar nichts mehr da gewesen. Johoho! Ach, guck mal, jetzt entsteht hier ein Springbrunnen. Oh, Hannes! Oh, je! Yeah. Das habe ich nur Schaum, jawohl. Ach so, sorry, das tut mir aber leid. Das macht nichts, ich trinke nur Schaum. Ach, und das hier steht bleibt ja mir. Das ist original Münchner Helm. Möchte deine Mutter nicht auch noch was? Möchte meine Mama das Fass vielleicht mitnehmen auf ihrem Fahrrad und bringt es dann nach Hessberg und stellt es dann ins Carport. Das Fass ist doch kaputt. Ja, im äußersten Notfall oben aufmachen, auswaschen und dann als Blumentopf hernehmen. Nee, aber das funktioniert ja, oder? Kann man da was reinfüllen? Ich weiß nicht. Muss da den roten Kropf noch ab? Weil der Dirk hat das Fass, was wir hatten, immer mit Wasser befüllt. Und dann hat er hier immer den Hahn kurz rumgedreht, dann hat er Hände gewaschen, wenn wir gegrillt haben. Ja, ich denke schon, aber so ein Fass oder ein Holzfass? Nee. So eins. Ja, ist es Notfall, klar, warum nicht? Müsste doch gehen, oder? Normal schon, ja. Paulana München! Seit 1634. Aber am Ende musst du auch mal Tradition seit 1890. Was heißt das? Hast du eigentlich mal das schöne Bild gesehen, dass hier so ein riesig langes, großes Gebäude ist, bis hier rüber, sieht aus wie Moskau. Ja. Gleich kommt der Arnold Schwarzenegger raus und wirft den anderen. Das ist der Marienplatz. Das ist die Frauenkirche. Ach, hör doch auf, das ist doch schon wieder viel zu bekannt. Ja, Marienplatz. Fischbrunnen. So. Siehst du, mit Gläser vergessen. Das wäre gut. Siehst du, Hannes, alle Leute mögen gehabt. Bier. Das war es noch bei Erde. Das ist der. So, hättest du da noch 2 Gläser oder? Nee, 3. Machen wir da ja
Da sind gerade drei Damen vorbeigelaufen. Vom Grill, von der Tankstelle. Die sind älter als das Muttertier. Die haben auch Bierdurst. Siehste, muss ich doch gar nicht schämen, das weiß aber dass, nicht so dass genau. Die Leute dich im Internet sehen, wie du Bier trinkst mit deinem Sohn. Hm. Ne? Wenn dann drei, die sagen, oh, das müssen wir auch machen. Wir sind auch älter als ich, glaube ich. Wir haben unser Bier vergessen. Die eine vielleicht. Sagen wir mal so, alle sehen älter aus. Ne? Die andere jetzt färbt sich doch die Haare. Ah. Tja. Willst du mal auf den roten Knopf drücken? Ich habe ja wirklich gedacht. Du musst nur den roten Nippel reindrücken. Ja. Oh mein Gott. Da kann man ja das Fass nehmen, mit dem Fass ins Gebüsch, das Fass vor sich halten, da drauf drücken. Dann denken alle, man uriniert da ins Gebüsch. Ja, wenn du nicht willst, dass meine Hose nass wird, dann ist gut. Ist gut. Ist gut, ja, ist gut. Das ist ein Häubchen oben drauf. Oh, das ist ein gutes Häubchen. Wir haben vorhin wieder AEW geguckt. Irgendwie muss ich jetzt an Darren Ziel und Bud Spencer denken. Warum? Weiß ich nicht, wegen dem. Mit dem Würstchen und Bier, wo du schon gesagt hast, mit dem Wegen Hannes seinem Vollbart, ne? Muss ich auch immer so. Guck. Ja. So. Oh. Das ist ja noch zweifelsvoll. Weiß ich nicht, das Fass an sich ist alleine ja schwer. Das kann man schlecht einschätzen, was da jetzt drin ist und was nicht. Haben Eisen genommen dafür? Jetzt nehmen wir einen Dosenöffner, dann schauen wir rein. Oh, aber mal ernsthaft, was wird denn mit dem Fass? Gar nichts. Schweißt man das weg? Ich glaube, da ist sogar Pfand drauf. Ja, Pfand, glaube ich, ist drauf. Wer aber nimmt denn das? Kannst du nicht in den Pfandautomat packen? Nee, aber da bei uns im Edeka, da kannst du es zurückgeben. Aber ich werde es nicht mehr zurückgeben. Wenn es dann immer mal haben will für Wasser oder sowas, wenn sie es oben aufmachen kann oder. Ja, wenn wir das weggehen würden, könnten wir das, dann, weil das andere könnte weg. Na, schauen wir halt mal. In den Edeka rein, muss das ins Regal stellen und dir ein volles wieder mitnehmen. So austauschen und so. Und sagen, ja, weil ist ja kaputt, ist dann leer. Was sehen Sie denn? Du kommst mit dem Fass rein und gehst mit dem Fass raus. Ja, wieso bist du denn dann erst mit dem Fass reingegangen eigentlich? Ja, weil er das, ja, mal, nee, das hat er gerade im Rewe gekauft und er wollte nur kurz Brötchen dort holen. Ja, genau. Und dann hat er das Fass immer noch im Arm, aber Brötchen in der Hand. Und dann denken die, der kauft nur das Brötchen. Semi. Ja, ich, als ich mit Dirk da im Netto war, Nieto, hab den Wagen draußen genommen, bin rein und dann sehe ich, dass bei mir im Wagen ein Glas Kartoffeln, also gibt doch so Kartoffeln in Gläser, war so ein Glas Kartoffeln da drinnen. Und dann hat Dirk mich natürlich wieder zur Sau gemacht, sagt er, hab ich noch nimmst du denn das Glas mit rein, kannst du es draußen lassen? Und ich sagte, und wo soll ich das da draußen hin tun? Hat er gesagt, ja, und wenn, das jetzt, wenn du jetzt damit durch die Kasse gehst, musst du es auch noch mal bezahlen. Ich sagte, wieso, ich brauche das nicht, ich bezahle das auch nicht. Ja, wenn du es aber mit rausnimmst, dann musst du es bezahlen. Du kannst es auch einfach weglegen, damit dein Wagen leer ist. Ja, ich hab's ja dann, ja, ich hab's. Oder draußen schon mal rauslegen, dass man es gratis kriegt. Bei der Kasse dann eben diesen Plexiglas hingestellt und da hat er dann gesagt, und was ist das da hier? Ich sagte, ja, das hat, und da hat er Dirk das erzählt, das ist raus und ich habe es nein genommen und so weiter. Und ja, und dann habe ich gesagt, ich möchte das aber nicht, das war halt, ich lasse es einfach hier stehen. Und da hat der Dirk gesagt, ja, das kannst du nachher, wenn du Feierabend hast, kannst du es mitnehmen, kannst du heute Abend Bratkartoffeln machen. Hat er zu dem gesagt. Zu dem? Mhm. Wer war der denn? Du, sag mal. War das der Two-Face? Der Glatzkopf mit den Tattoos, nee, im Gesicht, eine Hälfte so, eine so. Ich weiß nicht, ob oder das war der, das, da war doch immer einer. War das der Florian mit der Brille? Nein. Der kleine, dünne, große, lange, schmächtige mit den dunklen, kurzen Haaren? Hannes! Ja, wo sieht das nicht übertrieben hat? Nee, das ist einfach nur so. Nee, das sieht so ähnlich aus wie der Robin, wo immer im Rewe war. Vielleicht war der, ich habe immer überlegt, ob das der war, aber der war Robin! Nicht. Weißt du, wo du mit dem... Ja, der Robin darf hast hoch und darf runter, ne? Ja, aber nicht im... Hammann! Ja, damit... So. Bevor der Dudelsack leer ist, ne? Aber doch nicht im Netto, der ist im Rewe, noch mal reinbissen. Der war im Rewe. Wir waren doch aber im Netto. Aber mittlerweile ist er doch im Netto. Der hat es genau andersrum gemacht. Ja, da ist er gesagt gewesen. Der kam mir ja bekannt vor. Ach so. Ja, der hat. War als der das? Ich war Netto, dann kam ich Rewe, hab Robin kennengelernt. Robin Rewe. Robin Rewe aufgehört, ging dann zu Netto. Bei der Meile habe ich gesehen, Robin, Netto. Ja, kannst du mich ruhig filmen. Nächsten Tag. Ah, Digga, du musst die Aufnahmen löschen. Die haben sich gestern alle aufgeregt und so.
Aber du entscheidest doch über deine Person, ob ich dich als Mensch filmen darf. Das war brutal. Ich werde beim nächsten Mal einen Umweg fahren. Ich fahre nach Hibu, hole noch einen Döner vom Lutz und dann komme ich dann rüber. Wir können uns auch in Hibu treffen und machen die goldene Meile. Die kannst du in Mining nicht machen, ich kenne mich hier nicht aus. Prost! Dein Glas ist wieder das vollste. Ich bin auch nicht dafür. Ich bin auch nicht dafür. Halte die mal zu dritt neben dran. Guck mal. Ist doch logisch. Wir sind gleich und du übertreibst es wieder komplett. Prost! Das ist doch logisch, dass man in Mining keine Meile machen kann, oder? Machen vielleicht schon, aber nur halt, man muss halt wirklich die Wege wissen. Also, ja, an sich kann man die hier sogar besser machen, weil da unten... Guck mal, Marie kommt wieder. Da unten ist nämlich direkt der Rewe, der Aldi, der Lidl und der Netto und alles 5 Meter voneinander entfernt. Weil das da alles sich da oben konzentriert, aber von hier aus gesehen ist es ja erstmal weit um... Dorma, Teegut, hui! Aber du fängst ja da an, wo 4 sind und gehst dann dahin, wo nochmal 5 sind und dann bist du fast schon fertig. Hier ist halt... Das ist ja ein bisschen... Erst ist alles aufeinander und dann läufst du 15 Kilometer bis zum nächsten. Und dort war dazwischen immer mal ein bisschen was und nur dieser Netto-Aldi-Rewe-Komplex oben, das war, wo 3 direkt nacheinander waren. Ja, ja. Aber ansonsten hast du da eigentlich immer was zu laufen gehabt, immer von einem zum nächsten dein Bier geschafft. Und gerade am Ende ist es ja Beste auch nochmal extrem immer weit. Und der Weg bis nach zum Kaufland, oder? Und dann wieder vom Kaufland bis zum... Kaufland, zum Netto. Aber in der letzten, mit dem Fahrer, haben wir ja extra die Süge-Mie mit eingebunden. Norma. Weil wir immer 2 Dinger mitnehmen mussten. Und die Shinaya wollte schon immer im Panorama-Restaurant mal was essen, weil sie sich nie erinnern konnte, wie es da geschmeckt hat. Beim ersten Mal lag sie auf dem Tisch und hat geschlafen. Oh ja, und das Essen ist dann von selber Füße gekriegt. Ich glaube, das hatte sie nächsten Tag, als sie zurückgefahren ist, hat sie das... Und was ist mit mir? Ich bin gar nicht... Nee, alles gut, passt schon. Shitrunde. Hier gibt es sicherlich auch Schönes. Ja, mit Sicherheit. Man muss es nur kennenlernen. Also so wie du das Fass hier rumzerrst, könnte man denken, das ist total leer. Das hättest du wohl gern, ne? So, mir brauchst du jetzt erstmal nichts einzuschenken. Da muss ich mich überzeugen. Das ist ja noch dreiviertel voll. Ich habe jetzt schon mal eine Bitte. Alles, wenn es nachlässt, da musst du da oben ziehen. Nee, ist schon kaputt. Ja. Macht nichts, dass die dort haben wir vielleicht zu früh gezogen? Nee, du musst ja die Entlüftung aufmachen, damit das Bier rauskommt. Ah. Ja, das ist schon mal gut. Ja, jetzt sag mir die. Da ist ja weniger Kohlensäure drin. So, jetzt hat jeder ein halbes und dann können wir wieder abfüllen. Prost. Na, Prost. Aber bevor ich mich jetzt noch mal eine halbe Stunde hin, mein Finger ist ganz wund. Ich muss erst mal rülpsen, nochmal. Mein Finger ist kaputt. Ja, warum das? Ja, dann sag aber, vom Reindrücken. Ich deswegen brauche ich jetzt kurz Pause, bevor ich wieder eins befülle. Ich brauche auch erst, wenn man kurz mal... Ja, Hannes, du musst auch trinken. Ja, ich muss erst mal einen Kopfball machen. Ja, danach kannst du ja, bis ich dann wieder... Das Befüllen dauert ja immer die längste Zeit. Das ist es ja. Immer schon 29 Minuten. Ich möchte auch auf deine Schulter und du haust mir auf meinen Rücken drauf, dass ich einen Kopper machen kann. Der Jonas hat so gut. Mann, der ist schon wieder gewachsen, hä? Jawohl, so ist gut. Ja, das war ja schon vorher. Ja, ja, da mittendrin. So, ungefähr. Och Mann, das ist so eklig. Ja, ich muss das mal kurz zeigen. Das da unten hingeschmissen. Wir kamen vorhin hier zu der Bank. Und irgendjemand hat hier unten. Sind das Chips oder was? Das sind Pringles wahrscheinlich, weil da ist noch so diese. Da ist noch von der Dose ist ja noch der Deckel. Und dann haben die hier einen Beutel hingelegt, damit sie sich auf die Bank setzen können, um im Regen Chips zu fressen. Ich dachte wir sind geisteskrank, weil wir hier im Regen dann Biertasting machen wollen. Aber weil die Kameraeinstellung kaputt war, musste ich noch mal schnell nach Hause und als wir wiederkamen, war leider schon der Regen weg.
aber die Chips waren dann aufgeweicht. Das ist sehr gut. Oh Mann, was ist das gehört? So ich unten. Hätte jetzt gerne ein bisschen Regen. Ein bisschen Abkühlung. Das nächste Bier-Tasting mach mal auf dem Markt. Da kannst du dich in den Brunnen reinhängen. Oder wir gehen mal mit dir zum Volkshaus. Da, wo wir Geburtstag gefeiert haben. Oh yeah! Oh juicy! Oh noble! Oh, das ist aber alles gut. Sag mal, wie ist denn das aber heute Abend? Guck mal, Smackdown oder was? Ach so, ist ja heute auch noch. Das genau, ja, das schmeckt uns auch noch. Und die Großveranstaltung gucken wir morgen, oder wie? Meinetwegen können wir die heute gucken, aber so wie ich dich kenne, sagst du, ich bin wach. Jawohl. 5 Minuten später. Mama, ich guck doch. Da muss ich höchstens so einen guten Kaffee trinken. Meine hier. Augen. Weißt schon. Meine scheiß Augen. Ich habe nämlich wieder mal nicht viel geschlafen eigentlich. Ja. Wieso hast du jetzt mehr, Hannes? Das ist voll gemein, weißt du? Prost. Super, Prost. Guten Nacht. Aber ich habe immer noch wieder was an der Mama. Nee, das heißt, mach's gut. Hat meine... Bei was? Und tschüss. Das kann man doch auch. Wenn die getrunken hat, jemand Schnaps getrunken, hat jemand gesagt, mach's gut. Mach's gut. Ja. Das war jemand aus der Verwandtschaft. Hey, ich hab früher immer Trinksprüche gekonnt. Also ja, auf dem Lab bei uns, da haben wir halt immer Trinksprüche gehabt. Aber ich kann keinen einzigen Trinkspruch mehr. Nicht mehr. Das ist das letzte Bier für heute, auch wenn es mich wieder mal erfreut. Genau. So. Er kann die Trinksprüche, jawohl. Den Trinkspruch hab's mir ausgedacht und ihr habt's trotzdem noch gelacht. Ach, jetzt sind alle genervt. Stimmt, toll. Oh, nee. Ich kenne da nichts. Ich kann mir keinen Reim drauf machen. Ich bin der Hans, du bist spontan, da gebe ich mir gleich noch einen Kahn. Ne? So. Richtig. Oh, da läuft aber ganz schön. Oh Mann. Auf den letzten Drücke. Was ist das? Jetzt läuft es den Finger entlang. Weil es leer ist. Nein, der Dudelsack. Ist es leer? Echt jetzt? Es ist leer. Na, noch nicht richtig. Erstmal haben wir noch ein Close. Warte mal. Du kannst dir jetzt nicht einfach das Bier einschenken, dann habe ich ja ein ganzes. Da ist ja gar nichts mehr drin. Echt jetzt? Na doch. Nee, gar nicht. Na doch. Hier, schüttel mal. Da ist überhaupt nichts mehr drin. Alles, der Schaum muss ich erst legen. Ich muss jetzt erstmal wieder hier das hier reinfüllen. Ja, ich krieg mir das meiste ab. Ja. Guck, das reicht für dich. Okay. Ja, und guck mal, ich habe auch noch so fast so viel. Hier, Hannes, das hast du auch noch, genau. Oha! Ja, Prost! Prost. Denk dran, also an irgendwas. Ja, genau. Und jetzt stell dir vor, wir saßen letztens hier und haben sowas gemacht. Im übertragenen Sinne. Ja. Wie im übertragenen Sinne? Was heißt denn das? Sind kurz heim, haben was anderes geholt, sind wieder her und haben das nächste gemacht. Dann sind wir heim, haben scharfe Chilisoßen getestet. Dann haben wir uns noch so eins geholt und sind dann wieder her. Mhm. Und dann wundern sich noch die Leute, wenn die Arbeit so hart ist. Ja. Und davor haben wir aber noch eine Masse auch noch gehabt. Masse habe ich immer. Ja. So. Also ich meine, ja gute Maß ist halt viel. Da geht nichts mehr raus. Das ist 1 Liter. Ja, das ist viel, aber das ist immer, also das sind ja so verschiedene Variationen, gell? Und das ist eigentlich interessant. Ne? Oh yeah. Ich habe ja auch schon mal bei einer Maß mitgemacht, oder? Bei welcher? Das war ein Verein, weiß ich nicht. Mit der Rotwurst? Achso. Die Odelmaß, die ekligste von allen. Das war die Odelmaß, ja genau, stimmt. Ja, die anderen hast du mir nicht probieren lassen, also habe ich ja keine Chance gehabt. Die Schneemaß wäre was für dich. Aber die haben wir ja zu Hause gemacht. Da ist ein Bier und da ist ein gelbes Limo drin und eine Kugel Vanilleeis. Oh, das war schön sahnig und cremig mit Alkohol, wie ein so schöner Cocktail. So was gibt's mir nicht mal an, immer nur Bier.
Du guckst auch die Videos, das kannst du auch selber machen. Freilich. Wenn du mal einkaufen gehst. Ich mache mir selber eine Maß und dann setze ich mich hin und trinke die. Was ist denn jetzt hier mit dem Fass? Ich glaube, wir haben Hannes verloren. Also ich glaube, wir haben aber das Fass besiegt. Ich hätte aber nicht gedacht, dass das Fass leer wird. Meinst du schnell oder was? Da habt ihr aber ganz schön getrunken, muss ich sagen. Yeah! Jonas! Hey! Wenn den Jonas so hast und machst so, dann geht's dir immer... Nein, das kannst du doch nicht machen. Danach. Hör doch mal auf, der ist noch viel zu klein. Der guckt immer so und dann machst du immer... Weil das da erschreckt ihn dann immer. Wenn er 3 Jahre ja, aber meistens macht man so. Ja. Immer auf den Bobs. Jo. Oder die Beine hoch. Und dann geht's immer. Sport am Flur. Also erst macht er. Und dann macht er. Weil das muss ja raus. So. Das ist die Jonas-Maß. Wer kennt's nicht? Dieses Fass ist offiziell leer. Jetzt müssen wir nur noch austrinken. Mama. Mit dir stoße ich noch mal an, du hast noch was. Hannes, soll ich dir die Hälfte noch geben? Nee, lieber nicht. Nee, lieber nicht. Gib her das Zeug, Junge. Ey, ich möchte nicht hinterhergehen, also. Ist aber voll gemein, jetzt habe ich so viel gehabt wie die Mama. Jetzt haben wir hier die Kinderschlücke. Die Mama hat immer noch fast volle Glas. Hallo, viel Spaß damit. Wir gönnen uns jetzt den Kinderschluck. Wenn wir das auch noch getrunken hätten, dann wären wir wahrscheinlich total irgendwo anders. Das glaube ich nicht, weil ich habe Durst. Wenn ich jetzt das Bier getrunken habe, brauche ich vielleicht kein Armbrot. Bei mir ist so, wenn ich Armbrot gemacht habe und trinke Bier, brauche ich noch ein zweites Armbrot, weil ich dann immer Hunger kriege. In Bayern wird ja Bier als Nahrungsmittel angesehen. Naja, auf jeden Fall ist es nahrhaft. Wenn du viel Bier trinkst, kriegst du auf jeden Fall einen Bauch. Ein Bierbauch, ja, das ist Fakt. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ich kenne genügend Alkoholiker, die sind Rabeldürr. Ja, und warum? Weil die nur saufen. Nein, weil die zwar und Bier trinken, aber nebenbei machen die noch was anderes, nämlich die Christel noch oder was? Muss genau. Jetzt kommt gleich wieder die. Bis eben habe ich dich verfolgt, aber jetzt, wo du die Drogen auspackst auf den Tisch, da habe ich mich verzogen. Also das ist auf jeden Fall. Naja, entweder rauchen die oder die nehmen Drogen oder was. Weil das ist nämlich ich dachte einfach nur, dass der reine Genuss von Alkohol, der setzt jetzt nicht wirklich an. Die einen Bauch haben, das ist dann schon, wenn du Bier trinkst und dann wieder so in einen Heißhunger verfällst durch den Alkohol ausgelöster Fressflash. Ja. Wenn du dann nachts um 3 heimkommst von der Disco, bist total besoffen und dann isst du erstmal wie sonst was, obwohl du eigentlich schon Abendbrot gemacht hast. Das Schlimme ist halt wirklich... Und das setzt dann an, dass du viel zu viel dann isst. Ja. Aber das Schlimme ist halt wirklich, wenn Bier ist ja eigentlich, wird als Nahrungsmittel dort in Bayern angesehen. Und wenn du dann auch noch isst nachts, da gehst du auf wie ein Hebekuchen. Ne? Wie bei den Gremlins, wenn du nach 0 Uhr gefüttert wirst. Genau, da verwandelst du dich. Da löst sich das Fell ab und du wirst eklig. Das ist ein Monster. Und jetzt ist es auch bei uns so weit. Wenn du nass wirst, vermehrst du dich. Das hat sogar noch Sinn, weil das ist ja nass und dann vermehrt die sich. Ja. Aber wenn du nach 0 Uhr frisst, dann wirst du total, da drehst du voll durch. Und kein Tageslicht. Aber wir haben es echt geschafft, die 5 Liter wegzududeln. So, dann möchte ich euch noch mal zeigen, auch wenn ich den Display hier nicht mehr sehe, was ich nicht verstehe. Ich dachte, er ist dann im Modus von ganz normal, dass man halt, wenn man drauf toucht, der trotzdem angeht. Aber der Display ist ganz aus. Ich sehe also nicht, was ich filme. Aber ich sehe, die Mama hat einen Regenschirm. Ein Regenschirm. Weil die Sonne, die brennt so heiß, also wirklich. Hannes brennt, aber doch nicht die Sonne. Nee. So, die sind leer. Ja. Das ist leer. Der ist auch leer, der goldene Paulaner Münchenmann. Wer ist das überhaupt? Ein Mönch soll das sein, glaube ich. Ja, aber welcher denn? Es ist ja ausgerechnet der abgebildet. Der muss ja richtig gut unterwegs sein. Hades. Die haben auch noch einen Namen. Hades, okay. So. Das ist leer, und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Dankeschön, Muttertier, fürs Dabeisein. Ja. Jonas! Respekt. Dankeschön, Hannes. Immer doch, klar doch. Dankeschön, schmierige Kartoffelchips. Bäh, wie das wieder aussieht.
Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaben. Wir wollen morgen die Himbeermars testen und die Waldmeistermars. Oh ja. Wenn du mitmachen möchtest, bist du gerne eingeladen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Ja. Macht's gut. Euer Muttertier. So. Nicht nachmachen, überlass das den Profis mit Regenschirm. Ja.